Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Unopia. Und wir haben einen Generalsekretär, nur zur Erinnerung, das ist derzeit Jian Zitu, in seiner ersten Wahlzeit 61 Jahre alt, ein robuster Mann und charismatisch. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, Unopia verlassen mit ein paar Überlegungen, ob wir noch ein weiteres oder vielleicht sogar zwei Defensivbündnisse eingehen sollten. Ich hatte euch da auch um Rat gefragt, gab es unterschiedliche Hinweise. Jetzt wollte ich ein paar umsetzen und bin auf eine Sache getroffen, die mir noch gar nicht aufgefallen war. Nämlich, mit allen denkbaren Bündnispartnern ist dies nicht möglich, weil es hier einen hohen Modifikator gibt bei allen, nämlich Anzahl der eigenen Defensivabkommen, also der potenziellen Partner. Wir sehen das hier bei den Cardu minus 120. Das ist in der Tat so, es gibt hier unglaublich viele Defensivbündnisse schon. Wir haben die Zygan zum Beispiel, schaut mal, was die vier Defensivbündnisse haben mit der Liga von Orassia, mit dem Bewusstsein der Sintomoroi, mit der Theokratie der Chim, mit dem Block der Cardu und mit uns. Und das betrifft jetzt alle anderen. Die sind alle, fast alle miteinander im Defensivbund, so dass es für uns da kein Reinkommen im Moment gibt. Es gibt also, die Frage hat sich eigentlich schon erledigt, wir können kein weiteres Defensivbündnis schließen. Dennoch ist das interessant zu beobachten, weil man könnte sagen, dass diese Gruppe von Fraktionen hier so eine Art Kristallisationspunkt einer zukünftigen Föderation sein könnten. Das stelle ich mir so zumindest vor. Das ist relativ flächendeckend, wenn wir uns das angucken, wie hier so die diplomatische Situation ist. Also das passt schon alles. Es ist ein bisschen unterschieden, wer wen noch außerhalb gut findet. Und die Gegner, also die Widersacher, das sind diese Istran, ist dieses Istran-Sternkammerwölf, ihr seht es hier, feindlich gesinnt, rivalisierend teilweise zu der Staatengruppe und die Tuxkan-Konföderation, außer natürlich Unopia, das ist klar, das Nopisch überzeugter und natürlich die zentralen Inari-Kolonien, die Rivalen sind der Zygan, der Chim und des Bewusstseins der Sintomoroi. Ja, also das ist so ein bisschen die große Lage. Es gibt eigentlich so zwei große Blöcke und Unopia ist Teil dieses Blockes. Allerdings ganz konkret nur mit den Zygan dann im Verteidigungsbündnis. Und das wird sich jetzt dann auch erstmal nicht ändern. Okay, das zur diplomatischen Lage. In dem Zusammenhang gab es nochmal einen Hinweis, ob nicht eigentlich die spiritualistischen Spezies, ob die nicht eigentlich untereinander verfeindet sein müssten. Und in der Tat, das entspricht ja so ein bisschen der Logik der Menschheitsgeschichte. Da, wo unterschiedliche Religionen aufeinandertreffen, kommt es zu Konflikten, Auseinandersetzungen, Kriegen und so weiter. Das ist in Stellaris ja völlig anders angelegt. Das ist übrigens interessant, dieser Unterschied. Spiritualismus ist hier eher ein Grund für Gemeinsamkeit und für Freundschaft. Und insofern kann man das jetzt auch nicht gegen diese Spielmechanik spielen. Wir müssen also davon ausgehen, dass sowohl wir als auch die anderen eine Haltung einnehmen, zu sagen, okay, die anderen haben für dieses Wesen, für dieses Jenseits dessen, was wir materiell, empirisch erkennen können, dieser Glaube daran, dass es etwas Höheres gibt, etwas, eine Norm außer uns, die zum Beispiel die Moral setzt und so weiter, auf die wir insofern keinen beliebigen Zugriff haben, dass all dieser Glauben uns vereint und dass es am Ende egal ist, wie man diese Schöpfungskraft bezeichnet. Und dementsprechend sind also die Nupisten auch nicht so fanatisch, dass sie sagen, diese Kraft, alle müssen anerkennen, dass diese Kraft Nopia ist, sondern sie wissen, dass diese Kraft Nopia ist, respektieren aber, dass andere dafür eine andere Bezeichnung haben. Sie wissen, dass am Ende all das von Nopia kommt und das Nopisch ist natürlich überhaupt das wirkungsmächtigste Argument. So, also das vielleicht zu dem Hintergrund. Falls es mal der Fall sein sollte, dass wir mit spiritualistischen Fraktionen in irgendeinen Konflikt geraten, dann kann man das ja so interpretieren, dass dann das wirklich ein spiritualistischer, ganz konkreter Konflikt ist. Aber bisher gibt es keinen Grund, jetzt mit der Theokratie der Chim oder mit wem auch sonst irgendwie sich feindlich auseinanderzusetzen. So, Punkt 1. Punkt 2, das Thema Außenposten. Also wie gesagt, es gibt keinen Außenposten, der hier so richtig, also keinen möglichen
Position, der so richtig heraussticht. Deswegen, ich hatte hier schon mal geliebäugelt in diese Region und fühle mich da auch durch einen Kommentar bestätigt. Also ich denke, wir werden hier einen Außenposten machen, in der Hoffnung, dass Teai noch mit drin ist und dass wir dann so einen Überlappungseffekt bekommen mit dem Gebiet hier unten, dass dann Subtranius noch mit drin ist. Also das wäre ganz cool. Ich glaube, das schwarze Loch ist, das schaffen wir nicht, da nicht rein. Ja, also das ist so ein bisschen der Plan. Okay, irgendwo ist eine Bergbaustation gebaut worden. Das Konstruktionsschiff hat jetzt auch nichts zu tun. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal mit dem Außenposten. Investieren wir das jetzt. So. Außenposten hier hinbauen. Ach ja, und dann noch ein Hinweis. Danke, da habe ich mich nämlich geirrt. Und zwar folgendes. Bei diesen Pandasak, wo wir einen Beobachtungsposten hier gebaut haben. Gucken wir uns das nochmal an. Da hatte ich hier diese Indoktrination falsch verstanden. Ich dachte, das ist nur für Schwarmbewusstsein. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist genau nicht für Schwarmbewusstsein möglich. Und hier ist es so, hier erleuchten wir ja technisch. Und ich habe das ein bisschen umständlich auch interpretiert, dass das auch gleichzeitig eine Erleuchtung für Nopia ist. Aber eigentlich passt die Indoktrination meines Erachtens viel besser für das, was wir hier vorhaben. Durch subtile Einflussnahme auf ihre Gesellschaft und Kultur können die Einheimischen zu unserer Denkweise gebracht werden. Ja, und das ist genau das, was ich eigentlich meinte, dass wir sie zu Nopia führen. Passt viel besser als die technologische Aufklärung. Das kann vielleicht später noch erfolgen. Aber erstmal, finde ich, ist die Indoktrination einfach rollenspielerisch der passende Weg. Dazu müssen wir aber eine Richtlinie verändern, nämlich Xeno-Studien müssen wir auf aktives Studium stellen. Ich glaube, das stört keine Fraktion. Müssen wir mal gleich gucken. Jetzt ist es zu spät. Aber dann verändern wir das mal. Also, das hat jetzt keine Kosten dadurch, aber wir bekommen auch keinen Zugewinn. Und ich gucke jetzt mal bei den Fraktionen rein, ob die das irgendwie... Oh ja, wir haben hier einen Minuspunkt bei den Aliens. Die finden das nicht gut. Aber was heißt bei den Aliens? Bei diesem Alien Reform Trust und der Chang Jiang, die sind jetzt unzufrieden, was uns natürlich auch Verluste beim Einfluss bringt. Aber dennoch, ich bleib mal dabei, das ist eine Entscheidung der Spiritualisten, das so zu tun. Und es muss ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen innerhalb unseres Staates sein, innerhalb von Unopia sein. Okay, soweit erstmal dazu. Bin mal gespannt, wie sich das dann auswirken wird. So, wir werden noch einen Außenposten bauen, das heißt, dann haben wir plus 2,2, also deutlich weniger. Ich wollte auf einem Planeten, ich glaube auf Graz, wollte ich noch einen Erlass raushauen, nämlich Infrastrukturprojekte, genau. Construction complete. Construction complete. So, jetzt gibt es überall ein paar fertige Gebäude. Da müssen wir direkt mal reingucken, ob wir da noch was machen können. Construction complete. Hier kommt erst der nächste Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob wir da schon ein Upgrade machen. Lohnt sich vielleicht nicht. Auf Python vielleicht. Ja, hier können wir was machen. Oh, hier können wir einiges machen, sehe ich gerade. Hier stehen ein paar Leute rum. Hier wollte ich sowieso auch noch ein Monument bauen und so. Aber bauen wir erstmal hier... Ich würde sagen, wir bauen mal hier ein Mineralsilo, weil wir hier mal ein paar Angrenzungseffekte nutzen können. Aber das ist natürlich doof, das unterdrückt natürlich das eine Mineral. Ach, machen wir trotzdem mal. Gut. Okay, dann haben wir jetzt ein Konstruktionsschiff, was nichts zu tun hat. Das kann ja nicht wahr sein. Hier, das müssen wir ändern. Dann flieg mal hier hin, bitte. Und bau weiter Bergbaustation erstmal. Gut, okay. Soweit dazu. Als nächstes würde ich gerne mal ein paar Raumhäfen wieder ausbauen. Vielleicht überall System Survey complete. Es jetzt auf Stufe 2 zu bringen, wäre ganz gut. Hier vielleicht auch. So. Oh, diese Geschichte mit den Drohnen ist noch nicht vorbei. Uralte Drohnen verwundet und unbeständig. Die Piratenflotte nähert sich uns früher als angenommen. Wahrscheinlich hatten wir mit unserem Präventivschlag Erfolg, sie zu provozieren und zu dezimieren. Ihre Flotte ist grob 30% kleiner als errechnet. Auf Gefechtsstation.
Es geht los, Leute. Station under attack. Eieiei. Sie sind schon da? Das kann nicht wahr sein. Was ist das denn bitte? Ja. Okay. Soweit zur Piratenflotte. Und sie sind da noch 30% geschwächt. Ja, gut. Das hatten sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Sehr schön. Gut, wir haben hier eine automatische Erkundung widerrufen. Wahrscheinlich, weil keine Sektoren mehr sind zum Erkunden. Oder ich weiß gar nicht, was hat sie da gemacht? Ja, sie kann keine weiteren erreichen. Gut, dann flieg doch einfach mal bitte zurück ins Sonnensystem. Das ist nämlich übrigens das nächste, was ich noch machen will. Hier oben gibt es so eine Reihe unentdeckter Systeme. Und ich werde in Voldorb mal eine Wurmlochstation bauen als nächstes. So, was ist denn hier alles passiert, sagt mal. Ein System erkundet, Flottenkampf interessiert mich nicht. Achso, das müssen wir auch zurückschicken dann. So, und andere Systeme. Und ein, halt, warte mal, wir haben ja ein zeitkritisches Objekt jetzt, Projekt. Da können wir was tun. Die Piraten. Die Piratenschiffe untersuchen, die da kaputt gegangen sind. Die Wracks, wollte ich eigentlich sagen. Okay, und ich denke, zur Feier dieses kleinen militärischen Erfolgs, das war ja eher, naja, ein Unterhaltungsprogramm für Unopia, ist es mal wieder Zeit, meines Erachtens, ein in der Künstlerenklave ein Festival auszurufen. Diplomatie hier, bitte. Lasst uns nochmal wieder ein schönes gemeinsames Fest der Welten feiern. Kostet uns 500, 500 und 100 Einfluss, 144 trotzdem, wir machen es, wir ziehen es durch. Abgemacht. So, das bringt plus 15% Zufriedenheit und plus 10% Wachstum. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, und ein Handelsabkommen mit der großen Koalition der Ikazuri ist abgelaufen. Da hatten wir ein Forschungsabkommen. Das sind diese hier. Die sind ziemlich schwach geworden. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr, das zu erneuern. Ich weiß nicht, ob sie uns noch was Neues sagen können. Aber mit den Theokratie der Krim. Mit denen sollten wir auf jeden Fall wieder sowas machen. Handelsabkommen, Forschungsabkommen, mal gucken. Na, wir geben mehr als 664 und 1913. Na los, dann gibt uns noch ein bisschen Mineralien, oder? Sofort oder monatlich. Ein. Oder sofort ein bisschen mehr. So. Machen wir das. Bestätigt. Und hoffentlich auch gleich angenommen. Gut. Da ist es. So. Hier läuft die Verbesserung, aber auf der Oberfläche ist einiges zu tun, auch hier. Ich warte ja hier immer noch, ach, hier können wir ein Upgrade machen, dann machen wir das auch. Ich warte ja immer noch auf den 10. Bewohner, damit wir endlich, dort den Regierungssitz upgraden können. So, und da ist auch das Ganze endgültig erforscht worden. Was haben wir denn jetzt hier erforscht? Oh ja, interstellare Kriegsführung, was unsere Flottenkapazität erhöht. Die allmähliche Anpassung an die Realitäten des Weltraumkampfs ermöglicht es uns, größere Manöver effizienter zu koordinieren. Damit können wir wieder weiter eine Flotte ausbauen, machen eine neue Forschung. Hyperkom-Forum bringt 6 Einigkeit. Oh, das ist immer interessant. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Passt auch hier zu seiner Ausrichtung. Ich würde mal sagen, das machen wir, das bauen wir. Und wo wir gerade bei Forschung sind, mir ist noch eine Sache eingefallen. Beim Schiffdesigner hatte ich bei Bland nicht die automatische Verbesserung eingeschaltet und ich würde gerne hier unsere UV-Laser mal zum Einsatz langsam bringen. Die sind, ja, im Vergleich zu den kleinen Plasmawerfern machen sie mehr Schaden, allerdings eine geringe Durchschlagskraft bei der Panzerung, aber haben eine höhere Ortung und eine höhere Genauigkeit. Also ich denke, es ist an der Zeit, in die neue Lasergeneration einzusteigen. Bei den
Torpedos brauchen wir die nicht, aber beim Joint will ich das auch machen. Achso, ich habe nicht gespeichert, ne? Ah, verdammt, bei dem anderen auch nicht. Eieiei. Da muss ich nochmal raus und nochmal rein. So. Und nochmal rein und nochmal den UV-Laser. Und jetzt speichern. So. Da hatten wir es schon. Und beim Kreuzer würde ich mal hier den mittleren austauschen. Und auch hier speichern. Gut, ich hoffe... Ja. Das ist so gelaufen. Aber die automatische Verbesserung muss ich auch noch speichern. Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Prima, prima. So, wir haben ziemlich viele Mineralien. Wir sollten wieder investieren. Ja, zum Beispiel, wo wir gerade dabei sind, zum Beispiel in einen neuen Kreuzer. 779, das sparen wir mal dafür auf. 78 Flottengröße. Ach, ich bin ja hier ganz falsch. Auf der Erde, da werden Kreuzer gebaut. Egal, wir haben sowieso noch nicht. Jetzt haben wir die Ressourcen dafür. So, ein neuer Kreuzer ist da. Gucken wir hier auf die Oberflächen. Hier fehlt noch Bewohner. Oh, es gibt einen Krieg. Warte mal, was ist hier los? Die zentralisierten Inari-Kolonien erklären der Konföderation, den Armen hier unten, unseren Freunden, denen wir nicht helfen können, den Krieg. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Ich meinte für uns, okay, sie dehnen sich in die andere Richtung aus, aber das sind wirklich nette Menschen. Eine moralische... Also, was? Nette Menschen. Nein, es sind nette... Koltras Naht, oder? So heißen sie doch. Nee, Kirillianer. Nette Kirillianer. Mensch, man müsste sich die Speziesnamen doch besser merken. Eine pazifistische, fanatisch-egalitäre Gruppe. Und die werden jetzt vermutlich untergehen. Und niemand kann ihnen helfen. Vielleicht etwas, was für uns für die, ja, für die ferne Zukunft vielleicht nochmal merken könnten. Eine Gruppe, die man vielleicht befreien. Oh ja, schaut mal. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das Black Hole auch noch mit drin ist. Sehr hervorragend. Das ist ja gut gelaufen, muss ich sagen. Mit dem Außenposten, das gefällt mir. So, sehr gut. Baufarben abgeschlossen und so weiter. Das Konstruktionsschiff wird jetzt, wie gesagt, hier oben eine neue Wurmlochstation bauen. Okay. Und dann haben wir neue Forschungsobjekte. Hoffe ich. Gut. Debris analyzed. Trümmer haben wir ein bisschen analysiert. Ja, Weltraumtorpedos. Nicht so viel bei rumgekommen. Jetzt hat das Forschungsschiff auch nichts mehr zu tun. Und wir gucken jetzt mal hier rauf. Hier kommt ein neuer Pytham. Oh ja, ein Pytham war doch ein bisschen was zu tun. Genau, hier könnten wir ein Forschungslabor bauen. Und das Ding sollten wir mal entfernen. Da sind ja viele Mineralien zu haben. Und, was sehe ich gerade? Hier können wir sogar ein Upgrade machen. Was ist das? Das ist ein Mineralsilo. Okay. Gut. Und in Pytham, das vergesse ich schon, wer wollte ich eigentlich noch ein Monument bauen. Aber wo wir jetzt schon mal hier sind, geben wir das gleich in Auftrag. Nee. Ja, hier oben, genau. Doch, doch, das Monument. Sehr schön. Sehr schön. So, hier gibt es nichts mehr zu tun. Dann mach mal weiter hier mit den Forschungsstationen. Oh ja. Unsere Konstruktionsschiffe haben jetzt einiges zu tun. Sehr schöne... Eigentlich müsste ich zuerst jetzt das schwarze Loch hier anschließen. Das ist ja eine wahnsinnige Forschungsleistung. Was ist hier los? Der Betrug. Das Festival der Welten hat abrupt aufgehört. Die Künstlergruppe hat ihre Sachen gepackt und ist ohne ein Wort über die Gründe aufgebrochen. Eine Durchsuchung ihrer Aufenthaltsorte und Arenen hat aufgedeckt, dass eine gewaltige Ressourcenmenge verschwunden ist. Verdammt, diese Künstler. Die haben uns doch schon mal mit scheinheiligen Argumenten irgendwie erzählt, dass sie gerade eine Schaffenskrise haben und jetzt sowas. Okay. Also ich glaube, das war erstmal für lange Zeit das letzte Mal, dass wir mit denen was gemacht haben. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, und wir verlieren
Das ist ja unfassbar. Wir verlieren nochmal hammermäßig Ressourcen. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Das waren wahrlich gottlose Künstler. Gut. Ob das ein schlechtes Zeichen ist? Wer weiß. Wir sehen es, wir werden es erleben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.